Also offensichtlich ist sich die Wissenschaft nicht einig. Mein lieber Herr, die Wissenschaft ist sich einig, ist sogar sehr einig. Man muss ein bisschen genauer hinschauen. Klimajäger. So schaut's aus. Immer wieder kriege ich Folgendes zu hören. Herr Jäger, Sie reden ja viel über den Klimawandel, aber ist sich die Wissenschaft wirklich einig? Zum Beispiel CO2. Der eine sagt, CO2-Wert liegt bei 410 ppm, der andere sagt, der CO2-Wert liegt bei 500 irgendwas ppm. Also offensichtlich ist sich die Wissenschaft nicht einig. Mein lieber Herr, die Wissenschaft ist sich einig, ist sogar sehr einig. Man muss ein bisschen genauer hinschauen. Also was der Erste gemeint hat, ist sozusagen wirklich der CO2-Wert, den man misst, zum Beispiel oben am Sonnenblick, am Mauna Loa, auf den Bergen. 410 ppm circa misst man derzeit. Parts per million. Von 1 Million Luftteilchen sind 410 CO2. Und das andere, der größere Wert, das ist sozusagen das CO2-Äquivalent. Was ich mache ist, ich rechne die Treibhauswirkung von anderen Treibhausgasen, die es ja auch noch gibt, die auch Spurengase sind, auf CO2 um. Wie wirken die denn, wenn sie CO2 wären? Als erstes zum Beispiel ganz berühmt, das was bei den Rindern vorne und hinten rauskommt oder beim Reisanbau, CH4-Methan. Ja, das hat eine wesentlich stärkere Wirkung als CO2, nämlich ein CO2, dann hat im Vergleich dazu das CH4 die 25-fache Wirkung. Ich brauche also, um ein Methanmolekül zu ersetzen durch CO2, 25 davon, damit ich auf die gleiche Treibhauswirkung komme. Okay? Das addiert sich dann da dazu, weil es gibt ja Methan auch und nicht nur CO2. Dann ist der Wert schon höher. Es gibt aber noch andere Treibhausgase, die wichtig sind. Zum Beispiel, das auch ziemlich kräftig ist, kann man sagen, N2O. Das ist Lachgas. Lachgas entsteht zum Beispiel im Dünger oder bei fossilen Brennstoffen. Da ist Lachgas drin. Und ein Lachgas, halten Sie sich fest, ein Lachgasmolekül wirkt so stark wie 298 CO2-Moleküle. Das heißt, ich habe hier ein Lachgas, da muss ich, wenn ich das Äquivalent umrechne auf CO2, bei der CO2-Bilanz 298 Moleküle dazurechnen. Also die Wirkung aller Treibhausgase zusammen ist das CO2-Äquivalent. Das ist der Punkt, wieso dieser Wert tiefer ist und dieser Wert wesentlich höher. Der ist aussagekräftiger, weil alles drin ist. So schaut's aus. Hat's Ihnen gefallen? Wir haben noch mehr davon. Sie müssen nur abonnieren. Klimajäger. So schaut's aus.